Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ihr erinnert euch bestimmt an diesen Stories from the Outland Trailer. Einer der emotionalsten Trailer in der Apex Legends Geschichte überhaupt, wo Horizon an diesem schwarzen Loch hängt und sieht, wie die Sekunden quasi bzw. die Jahre für sie im Sekundentakt auf Olympus vergehen und ihr Sohn quasi immer älter und älter wird, bis er letztendlich stirbt und so weiter. Wir haben ja einen 4-Phasen-Ingame-Teaser auf Olympus, den können wir jetzt zu 100% abschließen. Das ist ganz schwere Kost, nochmal betont, sehr emotional und ich hätte das fast verpasst. Warum, dazu möchte ich gleich nochmal kurz ausholen. Auf jeden Fall führen diese Teaser so ein bisschen die Story weiter fort und ich hoffe dringlichst, dass diese Story in den nächsten Monaten noch ein bisschen weiter fortgeführt wird, damit wir wissen, was da passiert, weil das ist wirklich die interessanteste Storyline bis jetzt, wie ich finde. Ich zeige euch in einem kurzen Zusammenschnitt, was in diesen Teasern passiert und wer wissen will, wo wir das ablaufen müssen, ich verlinke euch den Kanal bzw. das Video von German Tony Stark. Der hat mir nämlich gestern auf Instagram einen Link geschickt und mir gezeigt, wie dieser Teaser funktioniert und wo die ganzen Spots sind. Ab 4 Minuten 40 circa geht das Gameplay los. Schaut da mal vorbei, wenn ihr die kompletten Laufwege gehen wollt. Wie gesagt, ich hätte es fast verpasst, weil Flip gestern mir noch auch einen Stammzuschauer auf Instagram von The Gamer Merchant ein Video geschickt hat. Und dann dachte ich, Mensch, die Teaser kennst du doch, den Laptop, nichts Besonderes. Mal kurz eine Message von Horizons Sohn. Als dann aber German Tony Stark mir ebenfalls noch sein persönliches Gameplay-Video geschickt hat, dachte ich, irgendwas hast du, glaube ich, verpasst. Jetzt guckst du da mal rein. Und ich muss sagen, diese 4 Teaser hintereinander weg, die flashen einen so sehr. Das ist so eine heftig krasse emotionale Story, dass es sich lohnt, das auf jeden Fall selber mal zu erspielen. Ich rate euch, das möglichst schnell zu tun, weil noch wissen wir nicht, ob wir in Season 8 das überhaupt noch erspielen können. Deswegen haben wir wahrscheinlich jetzt noch knapp 1,5 Wochen Zeit, das zu erspielen und möglicherweise ist das dann weg. Also vergesst das nicht, vielleicht selber nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich zeige euch jetzt im Zusammenschnitt die ganzen Sachen und schaut unbedingt bei German Tony Stark nochmal vorbei. Da seht ihr ab 4 Minuten 40 die komplette Gameplay. Das war es jetzt von mir und danke nochmal an Flip und German Tony Stark, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt oder mich daran erinnert habt. Das war es jetzt von mir. Ich bin auf eure Reaktion sowas von gespannt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, erster Treffer. Hätte gedacht, dass so ein Blutsport so blutig ist. Seht mal auf eure Karten. Wir sind ziemlich verteilt. Nicht alle von uns sind Mom? Im Ring. Doch dort liegt der Sieg. Hi, ich bin's. Fehl ich dir? Sie sagten mir, du bist tot. Aber wir waren zusammen, weißt du noch? Ich hab gesagt, ich liebe dich. Du hast es auch gesagt. Und Newton? Newton, mein kleiner Junge. Nee, das kann nicht sein. Eine sanfte Landung. Dr. Reed hat gesagt, du bist tot. Aber das stimmt nicht. Alle sagen, es war ein Traum. Aber ich weiß, es ist real. Du bist wie versprochen zurückgekommen. Gut, mein Sohn. Und falls nötig, schreibe ich alle Gesetze des Universums dafür um. Dieses Techni wird uns den Sieg bringen. Fast geschafft, wir sind du in der Nähe. Du schaffst das, Mom. Ich weiß es, bestimmt. Der Phasenläufer. Der Phasenläufer, keine Sorge. Ich höre dich laut und deutlich, mein Sohn. Ich halte mir ein Versprechen. Einen halben Kampf, Leute. Ein Anwärter. Singularität aktiviert. Passt auf eure Autoschlüssel. Markiere unsere Umgebung. Lade nach. So, so, Dr. Sommers. Ach, sieh mal an. Ich bin's. Also, genau bist du's. Nur eine kleine Zeitänderung, wa?
Du hast es geschafft, schlaues Mädchen. Ich kann dir nicht sagen, wie, aber du hast es geschafft. Oder wirst es schaffen. Du kommst nach Hause. Hierher. Zu ihm. Gib bloß nicht auf, Mädchen. Niemals. Siehst du, Mom? Ich hab gesagt, du schaffst es. Ja, das hast du, mein Sohn. Seht mal.